Hier ist ho, gut. Ho, hier ho, ist super. Ho, ho. Hier ist super. Ja. Ja, das ist gut. Wunderbar. Perfekt. Mensch, du, das ist ja für den zweiten Advent ist das ja ganz schön frisch. Ja. Ja. Hab mir extra schon eine dicke Jacke rausgesucht. Ja. Ja. Also ich hätte jetzt gern irgendwie zwei Stühle. Boah. Alter, wie hast du das denn gemacht? Ja. Als Weihnachtsmann, du, da hat man Zauberkräfte, würde ich sagen. Ey, das ist ja krass, ja. Aber es ist natürlich typisch, dass der Stuhl vom Rentier, dass er wieder kaputt ist. Aber hey, ich will mich gar nicht beschweren, das ist super, weil du bist, glaube ich, der erste Weihnachtsmann in meiner ganzen beruflichen Karriere, der mich auch mal vorne sitzen lässt. Das finde ich gut. Ganz vorne, ne? Du musst ja die Richtung vorgeben, sonst weiß ich gar nicht, wie das geht. So. Das Lustige ist ja, ich muss die ganze Zeit lachen, aber das sieht ja keiner. Ne? Ja, also ich habe ja auch so eine kleine Geheimmaske hier. Und so langsam, muss ich sagen, geht es ja auf Weihnachten zu. Ja, das merkt man aber auch. Ja, es wird immer kälter. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, Dieter, was machen wir denn jetzt? Tja. Was machen Dieter und Nils wohl am zweiten Advent? Also wie man sieht, wir sind ja schon hier kräftig in den Weihnachtsvorbereitungen. Und das ist jetzt übrigens für die Zuschauer, die noch kein Video von uns gesehen haben. Das ist ein ganz typischer friesischer Dezember hier oben. Gerade so Anfang Dezember, da kommt noch mal so ein bisschen die Sonne raus. Aber es ist so morgens recht frisch. Morgens haben wir schon so 16 Grad irgendwie, da muss man schon aufpassen, ein bisschen Eis kratzen. Ja. Aber ich würde sagen, darum geht es ja gar nicht, ne? Nee, darum geht es eigentlich gar nicht. Ja. Oh, komm, mach du mal weiter. Ich war so anstrengend jetzt gerade hier, die ganze Fahrt hier hin. Ich bin so im Eimer. Ja, du hast ja die ganze Zeit hast du mich gezogen, ne? Ja. Gut, dass der Schlitten endlich Räder hat. Und ich bin ja vor Weihnachten immer ganz entspannt. Ich habe noch nicht ein Geschenk. Und überall gibt es so Gewinnspiele. Ja. Die Geschenke bringt ja der Weihnachtsmann, ne? Und dann sehe ich immer einen Weihnachtsmann und denke mir, schon wieder ein Weihnachtsvideo. Ist ja cool. Ja. Vielleicht bringt mir der Weihnachtsmann da ja was, ne? Und genau das Gleiche haben wir uns ja auch gedacht. Man vergisst halt immer die ganzen Rentiere, was die auch für eine Arbeit haben an Weihnachten. Aber da redet ja keiner. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Nee, das ist ja egal. Also das läuft ja so mit, ne? Ja. Also sonst läuft es hinterher, ne? Du weißt ja, ne? Ja. Ja. Und was soll ich sagen? Mir fehlt eigentlich ein Glühwein. Der wird auch so schnell kalt bei dem Wetter. Ja. Da hast du gerade heiß gemacht. Du hast aber abgenommen, ne? Kann das sein? Ja, zu Weihnachten muss ich noch ein bisschen was dazu, sonst sitzt das nachher nicht richtig. Ich will ja niemanden auf die lange Folter spannen und habe mir so gedacht, so Mensch, Geschenke organisieren und so weiter. So ein Lastenrad ist dafür natürlich ideal. Ne? Das könnte ich jetzt sagen, machen wir mal eine Lastenradvorstellung. Der Weihnachtsmann, hochmodern, im Jahr 2023 mit dem Lastenrad unterwegs. Na? Mhm. Klimawandel und so weiter. Aber das sind alles Dinge, da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Gut, dass wir hier oben so einen schönen kalten Winter noch haben. Echt? Ja, und darum habe ich mir gedacht, so vor Weihnachten, was kann man eigentlich gut gebrauchen? Ich habe ja ein Lastenrad. Aber irgendwie, wir wissen das ja, der Weihnachtsmann, der kann ja nicht überall die Geschenke unterm Baum legen. Habe ich mir gedacht, können wir auch was verlosen, ne? Ja. Ja, moderne Weihnachtsmänner kommen mit einem Cargo-Bike oder mit einem Lastenrad. Ja, aber das ist nur echt mit Rentier. Das ist ja, ne, man muss ja auch an die kleinen Kinder denken, die kennen das ja gar nicht anders. Was und außerdem, Rentier? Wir sind ja auch gewerkschaftlich organisiert. Das heißt, so einfach abschaffen, die Rentiere kannst du auch nicht. Einfach abschaffen? Nee. Ja, ich sag ja, die laufen zur Not hinterher. Aber ich habe mir gedacht, ich verlose ein paar Taschen. Ja. So, das passt zu Weihnachten. Da braucht jeder, kann man gebrauchen und vielleicht sagt der ein oder andere auch so, yo, alles klar, Tasche für die nächste Fahrradreise, für den Weihnachtseinkauf, für die Weihnachtsvorbereitung, egal was. Ich habe mir gedacht, so ein mindestens einen Satz Backroller verlosen wir. Oh, das ist eine schöne Idee. Passend ja zu Weihnachten in Rot. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Genau. Ein Gewinnspiel. Ho, 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 sagt man ja. Ho, ho, ho. Aber ja. Wir können den Leuten das ja nicht so einfach machen. Die müssen da schon was dafür tun. Ja, das geht nicht von selbst. Ja. Ja, und damit du genau weißt, wie das funktioniert, die Teilnahmebedingungen, die findest du unten hier in der Informationsbox. Da steht genau drin, was du machen musst, damit du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Und wie der Weihnachtsmann gerade schon gesagt hat, falls du schon zwei Fahrradtaschen hast und die auch noch rot sind, mein Gott, und auch noch von Ortlieb, vielleicht kennst du ja jemanden, der das nicht weiß und dann sagst du dem ganz schnell hier, geh mal auf den Hugendorn-Channel und guck dir das mal an, also auf den Weihnachtsmann-Channel sozusagen. Genau. Und wie gesagt, Informationsbox durchlesen, da sind die Teilnahmebedingungen und dann geht das ab und dann machen wir die Verlosung. Ja, ich will ja jetzt nicht zu viel verraten. So, das kann ja auch sein, dass ich hinterher sage, der Weihnachtsmann, der legt nochmal eine Schippe oben drauf und sagt,
vielleicht verlost er ja noch was ganz anderes. Deswegen macht das ja auch einfach Sinn, dran zu bleiben, das Ganze zu verfolgen. Weil was soll man sonst in der Weihnachtszeit machen? Ja, jetzt, wo ja die Tage so trüb und grau sind und kalt und windig und nass und so, das macht ja alles keinen Sinn. So, jetzt haben wir ja, also wir haben ja noch Termine heute. Ich will, haben wir es jetzt so? Eigentlich schon, ne? Aber wir müssen auch los, weißt du, ist irgendwie, also ist echt kalt. Du. Nochmal ganz kurz zusammengefasst von mir, das ist ja mein großer Job hier in diesem Video auch, dass ich nochmal ganz kurz erkläre, wie das Ganze funktioniert. Du abonnierst den Kanal, likest das Video, teilst es bitte auch. Ja, im Grunde genommen war es das dann auch. Die Informationen zum Video selber, also dann praktisch, wie das Ganze funktioniert, findest du in der Infobox. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht weiter zu sagen als Kanal abonnieren. Hey, hallo, sag mal. Ey, halt, kannst du nicht ohne Rentier losfahren? Ey, was ist hier los? Was soll denn das? Hallo? Ey, ah. Was ist denn jetzt los hier? Was ist los? Ja, einfach weiter. Was ist jetzt bei mir?